Ich weiß, du kannst es kaum erwarten, aber ich habe noch eine kleine Überraschung vor. Und zwar hat dieser Mann uns einen großen Teil seines Lebens geschenkt und immer wieder für uns gesungen. Und ich habe das Gefühl, es ist heute der Tag, wo Wien für Thomas Hampson singt. Schweigen im Saal. Sie denken jetzt alle, habe ich die Probe verpasst? Ja, Sie haben die Probe verpasst. Aber Sie brauchen vielleicht keine Probe. Ich möchte gerne, dass er das einmal erleben kann, wie das klingt, wenn dieser ganze Saal für ihn singt. Ich habe lange hin und her überlegt, was können wir ihm singen? Und ich bin ziemlich sicher, Europäischer Kulturpreis, meine Damen und Herren, Sie kennen alle den schönen kleinen Kanon Frère Jacques oder Bruder Jakob. Sie, Kulturpublikum, kennen ihn vielleicht aus Mahlers erster Sinfonie, da ist er in Moll. Wir wollen ihn heute in Dur singen, und zwar mit folgendem Text. Thomas Hampson, Thomas Hampson, vielen Dank, kann jeder sich merken, vielen Dank für dein Lebenswerk, für dein Lebenswerk, vielen Dank. Vielen Dank. So, Moment, das war ja erst das Einstudieren. Also erstens mal haben wir hier auf der Bühne ein paar Musiker, die sicherlich auch singen können, aber hier im Saal auch. Wir teilen uns jetzt kanonmäßig sofort ein, es geht ohne Probe, meine Damen und Herren. Ich weiß es, da links sitzen die Sänger, die sind mal die Gruppe 1. Hängen Sie sich an Frau Kammersängerin Stämme dran. Das Parkett, linke Seite, ja, fängt an. Danach das Parkett, rechte Seite, also mein rechts. Und dann bitte alle Menschen, die hier oben singen. Das Orchester unterstützt immer da, wo es am schwächsten ist. Lassen Sie mich jetzt nicht hängen, meine Damen und Herren. Thomas Hampson, vielen Dank für dein Lebenswerk, vielen Dank, vielen Dank. Okay, und diese Seite fängt an. Und